Auch wenn ich denke, dass hier jetzt, wo die ganzen Ritter sind, kein Monster auftaucht, aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So. Ritterspiele, wir kommen näher. So. Überall schöne Blümchen, viele Leute. Wo ist er denn? Auf der Map steht, dass er hier ist. Okay, keine Ahnung. Also hier auf der Map steht, dass er hier ist. Ist er aber nicht. Vielleicht muss ich mit denen reden. Boah, gerade ist es irgendwie am laggen. Ich weiß nicht, ob das Spiel nicht klarkommt. Okay, keine Ahnung. Ah, da steht er. Auf einmal steht er da. Ist gerade erst eingetroffen wahrscheinlich. Die brauchen ja auch immer ein Weilchen. Der ist ja mit uns zusammen angekommen. Ich denke mal, der ist jetzt auch gerade erst. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem... Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse... Sagen wir einfach mal ja, das sind Kinder. Ja, die Tugend siegt immer. Aber der schwarze Ritter ist nicht tugendhaft und gewinnt doch. Der Schlitzer von Castel Dacia auch. Der moralische Sieg zählt. Quatsch. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Ich werde mit meinen Tugenden denen gleich mal alles zeigen hier, wo der Hammer hängt. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Irgendwer ist im Hintergrund die ganze Zeit am Heulen. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Okay, was ist das? Jemand wird gegen einen Jumar antreten, der nur ein paar Gürtchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja und? Das Spiel ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Okay. Die Sache ist gefährlich. Das ist gefährlich. Die Glöckchen am Schwanz reichen nicht. Ich habe so ein Spektakel schon mal gesehen. In der Arena von Neunhof. Da hat ein Ritter einen Glumar mit Glöckchen am Schwanz besiegt. Vielleicht hatte er Glück. Oder der Glumar war in schlechtem Zustand. Wer weiß. Gegen einen gesunden Glumar hat höchstens ein Hexer. Ich weiß nicht mal, was ein Glumar ist. Außerdem ist es leichtsinnig, ein so gefährliches Monster vor einem Publikum loszulassen. Wer kämpft denn gegen die Besten? Guillaume, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame oh. Seines Herzens einen. Okay, nicht, dass er jetzt stirbt. Liebe verlangt große Opfer. Oh oh, ich glaube, der stirbt. Ich weiß nicht, wie sonderlich erfahren der Junge war. Nicht, dass wir dem gleich helfen müssen. Das wäre dann der dritte krasse Kampf. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Okay, sieht süß aus. Ich habe ein mieses Gefühl.
Gefühl bei der Sache. Na, Vivian interessiert sich dafür anscheinend nicht. Verdammt. Wer hätte das kommen sehen? Gut, dass ich gespeichert habe. Zitat, ja, werden dir keine großen Monster da sein. So, ich wette, der kommt jetzt erstmal auf mich zugelaufen. Zugecharged. Nicht? Irgendwie. Also der kann sich anscheinend sehr gut verteidigen. Muss mal gucken, von der Seite oder von hinten? Auch nicht von hinten. Ich probiere mal was anderes. Versuche mal den mit Axi zu betäuben. Ja, okay, wenn er aber betäubt ist, kann ich ihn anscheinend nicht angreifen. Vielleicht von der Seite? Nein. Von hinten? Nee. Okay, das ist schon mal nicht. Was mit Igni? Oh. Ja. Warte doch mal, Quen. Ey, ohne Spaß. Also das Vieh ist heavy. Oh. Aha. Aha. Also, wir müssen dem quasi ausweichen, wenn ich das richtig sehe. Aha. Schwäche gefunden, Schwäche ausgenutzt. Also auf Distanz bleiben. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Okay. Also mit einer, wenn man die Strategie raus hat. Oh, was macht er jetzt? Wenn man die Strategie raus hat. Dann weiß man, wie es geht. Auch keine Ahnung, was ich jetzt dagegen machen soll. Hört er irgendwann wieder auf, oder? Ah, ja. Verdammt. Komm, trau dich. Greif mich an. Macht er, macht er, macht er. Nicht? Ja, das wissen wir, das kennen wir ja schon. Macht er jetzt? Jo. Das wollte ich eigentlich nicht, mich davon treffen lassen. Muss aufpassen, dass der Palmerin nicht stirbt. Was ist er? Aua. Come on. Wie wär's, wenn du nochmal auf mich zurollst? Das war doch schön, wie du da. Ja, genauso. Nee, nicht genauso. Ah, come on. Was ich da gegen den machen soll, weiß ich auch nicht. Vor allem wird der Baron da getroffen. Auch geil ist die Wache, die da einfach drin steht. Also, das ist echt schwer, das zu timen, wann man den treffen kann und wann nicht. Yo. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 schnell. Ja, 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 ja. Jawoll. Jawoll. Also, der hatte echt Panzerung des Todes.
Also wir werden hier anscheinend direkt in eine Hölle aus Bosskämpfen reingeworfen. Was mir eigentlich ganz gut gefällt, aber natürlich kein Zuckerschlecken ist, ne? So, Vivien. Wie sieht's aus? Umar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Darf ich die Vivien jetzt mitnehmen? Ist das so? Geht das so? Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Ja. Er hat genug gelitten. Ich wollte gerade sagen, den jetzt am Leben zu lassen, macht ja auch nicht so viel Sinn. Das Monster ist erschlagen! Der Kampf ist vorbei! Hurra den Siegern! Unter anderen Umständen hätte ich es gerne leben gelassen. Aber, also, das war ja schon halb tot. Und ich weiß nicht. Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Das ist die Herzogin. Geralt, wir müssen reden. Vivienne. Ihr redet später, im Zelt. Geralt! Großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Ja, Geralt weiß, wie man auftritt. Ich würde jetzt nicht direkt tadeln. Wir machen erstmal. Ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damir brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Also Vivienne schien zwar jetzt noch nicht sonderlich entzückt, aber auch nicht, abgeneigt, sagen wir es mal so. Zumindest, wenn ich den Blick richtig gedeutet habe, was bei Computerspielen immer schwer ist. Aber ich sag mal hier, der Guillaume, der ist ja auch mutig auf jeden Fall, sag ich mal so. Wenn auch leichtsinnig und töricht, aber er hat es aus Liebe getan. Sag. Bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian geleitet? Der gute alte zu sehen, edle Herrin? Julian Alfred ja, Pankratz, Viscount de Lettenhofer. Um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Für alle, die da jetzt nicht den Hintergrund wissen, der Rittersporn war da und hatte auch was mit ihr und ich glaube, ist dann mit einer anderen Frau erwischt worden. Ich glaube, mit einer Verheirateten. Gnädige Herrin, Hexer. Gnädiger Hexer, bitte. Hallo. Tut mir leid, aber eine Wuchs hat einige Wachmänner. Und das sei. Tut mir leid, ich habe schlecht. Kann man schon mitteilen. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß. Die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein. Eine Bruxa. Eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt kann nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort.
Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Oder einer Magierin. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ja, das ist schön. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralds Bezahlung. Die ist cool. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Sagen wir einfach mal ja, mal sehen, was sie uns anbietet. Das Gesetz der Überraschung, von alters her üblich. Wir sollten aufrichtig sprechen. Die Überraschungen, die uns tagtäglich begegnen, wären für dich nicht von Wert. Es handelt sich meistens um zu autorisierende Edikte und um Bilder von Verehrten. doch, das fände ich doch interessant. Könntest du wohl nichts anfangen. Die hat irgendwie sehr gelbe Augen. Ein Gut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Jawohl! Das ist eine feine und großzügige Geste, edler Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich Informationen. Sehr gut. Damit hat sich die Frage nach dem Weingut auch schon mal geregelt. Eventuell machen wir dann gleich so einen Farming-Simulator. Wahrscheinlich kann man dann mit Geralt die einzelnen Reben durchgehen und immer einsammeln. Und dann stampft man schön die Weintrauben und dann muss man in Echtzeit davor sitzen und warten, bis der edel geworden ist und gereift ist und nach ein paar Jahren kann man ihn dann verkaufen. Okay, kurze Abschweifung. Erstes Opfer. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden. Er ist also schnell gestorben. Doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapieren. Sieht so aus. Ich mache jetzt wieder ein bisschen schnell Durchlauf. Ein bisschen, aber so, dass sie auch alle gut mitkommen können. In dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche... Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir... Kriminelle fürchten das Biest. Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen... Hältst du mich für einen Stümper? Ramon de Lac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon de Lac... der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters... Jemand hat sich große Mühe... Unseres Vaters. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. Dulac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich... Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter de la Croix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und das Unternehmertum... Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter... Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt... De la Croix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war...